So, wir hören übrigens im Hintergrund gleich lustige Streamgeräusche. Aber ansonsten sind wir wieder zurück zu Part 35 von Queenstars. Ja moin, wer ist denn heute alles da? Mehr oder minder freiwillig. Hallo, hier ist der Buchstabensalat. Ich nicht. Okay, er ist nicht der Buchstabensalat. Also Buchstabensalat, nicht Buchstabensalat und Vorfuhl, der hier dumm im Kreis rennt. Ja moin. Ah, da ist ja die Tür, genau, da wollte ich ja raus. Ich habe mittlerweile in Erfahrung gebracht, wo sich hier unser sechster Stern im Minenlevel befindet. Ach ja, und Ghostfinn ist übrigens auch da. Nicht mehr? Oh. Ich glaube, Ghostfinn mag gar nicht in meine Aufnahmen reingehen. So, ein Mist aber auch. Naja. Also das heißt, wir sind nur zu dritt hier drin, oder wie? Ja, das ist, genau. Heißt, ich habe ihn jetzt vertrieben. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schuldig. Ja, wir sind wieder in Misty Specks Mine. Machen dort den Stern. Und müssen hier den lustigen Kugeln ausweichen, jetzt leider doch funktionieren. Aber es macht ja nichts. Ich habe so ungefähr eine Taktik gegen die Dinger rausgefunden. Nur so ungefähr. Sie funktioniert nicht immer. Die Taktik heißt, wir springen in einem bestimmten Moment und weichen eventuell aus. Ich hatte gedacht, die Taktik wäre im Kreis rumrennen und rumschreien. Das wäre auch eine gute Taktik. So, und ich habe beim letzten Mal habe ich fast richtig geraten, allerdings an der falschen Stelle. Denn wir müssen eigentlich wo ganz anders hin. Und wohin, das zeige ich euch jetzt. Nämlich wir müssen da hoch, wo die lustige Kugel angerollt kommt. Aber dazu müssen wir erstmal einen Dreifachsprung schaffen. Das ist eine sehr dumme Stelle, die die Kampel da ausgewählt hat. Ja, allein schon wegen so einer Scheiße. Ja. Man merkt, dass es schon schwerer geworden ist an der Stelle und dass er unfairer wurde. Ja, das stimmt. So, aber ich habe zumindest einen Blindspot gefunden. Och Mann, weißt du. So. So, ich habe aber... Ach, Mist, einmal drauf geschafft und dann sowas. Ach Mann, und dann springe ich selber noch daneben. Okay, alles... Ah. Ja. Gut, dass wir nicht bei Rüdiger in der Aufnahme sind, sonst hätte hier Ekusare sehr viel zu zählen. Aber, ja, das macht ja nichts. Wir sind ja nicht Rüdiger. Aber trotzdem solltet ihr lieber bei Rüdiger schauen, der macht das Bessere in Let's Play. Das stimmt. Auch bis zum Ende hin, wollte ich gerade irgendeinen lustigen, intelligenten Satz sagen, aber bin dabei gescheitert, weil die Kugeln meine gesamte Aufmerksamkeit beanspruchen. Und ja, dementsprechend gehen wir jetzt einfach hier hin. Jeder Verdacht bei mir hat sich als falsch erwiesen. Ich gucke jetzt nur... Ach, scheiße. Aber da habe ich auch was gesehen. Nee, ich dachte, ich hätte da was gesehen. Okay, dann habe ich da doch nichts gesehen. So ein Mist. Nee, doch, jetzt, wo es unsichtbar geworden ist. Da war dann doch etwas gewesen. Okay. Das ist sehr interessant. So, ich gucke nochmal hier. Nee, hier ist auch nichts zu sehen, weil ich dachte, vielleicht wäre hier doch noch ein kleiner Hint gewesen auf den Tunnel, wie man darauf hätte kommen können. Ich gucke aber nochmal hier raus. Kampel und Hinweise... Ah, ach, ich weiß, wo der Stern ist. Ah, interessant. Und wenn man da hochkommt... Nee, okay, alles klar. Der eine Minenabschnitt, wo ich letztens gewesen bin, ist nicht, damit nicht verbunden. Aber... Ah, interessant. Aber wenn ich da runtergefallen wäre und in die richtige Richtung geguckt hätte, oder die Kamera zumindest in die richtige Richtung geguckt hätte, hätte sie mir den Stern verraten. Interessant. So, aber haben wir den Hidden Tunnel gefunden und den damit verbundenen Stern angesagt. Sehr schön. Damit wären wir bei 125 Sternen. Wir waren es nur 5 Sterne. Jo. Na, bald fertig. Das sind wir bald fertig. Und... Das heißt, es fehlt noch einer und die 4 bei Bowser, oder? Richtig. Ja, deswegen gehen wir das Ganze auch gemächlich an. Ich habe auch in Erfahrung gebracht, wo der letzte Stern sich befindet. Und bei diesem Stern hoffe ich wirklich, dass auch Rüdiger nachguckt. Weil der letzte Stern in Rainbow Star Heaven, der hat's in sich. Oh. Ja, oh. Es ist der Captain Toad Stern. Und ich habe mich auch schon gewundert, wie man da hochkommt, weil es klingt schon... Das ist eine Scheiße. Ja. Wisst ihr es? Oder wie? Da müssen doch, glaube ich, Boxen sein, aber die rennen auch erst, wenn man nah genug ist. Oder? War das die Geschichte? Ich weiß es nicht genau. Aber normalerweise hätte ich jetzt gedacht, und das werde ich jetzt auch gerade mal testen,
Also das heißt, werde ich hier testen. Ich werde nur zeigen, was jetzt so meine Idee gewesen wäre, wie man zu dem Ding dahin gelangt. Oder zumindest mein Verdacht. Und da hören wir übrigens die sehr beschissene Musik von meinem Echo. Danke. Okay, ich glaube, das reicht, genau. Ja, nee, also ich hätte gedacht, dass es irgendwas mit dieser Rakete hier zu tun gehabt hätte, weil das ist so das einzige Setpiece irgendwie, was so absolut keinen Sinn gemacht hat an dieser Stelle. Irgendein Teleporter vielleicht oder sonst irgendwie was, hätte ich mir gedacht. Und dann vielleicht noch ein lustiger Kistenparcours. So wie damals in Dingens, in Marvel Adventure. Nee, ist aber nicht. Die Wahrheit ist, wir müssen zum Turm. Hätte das jemand von euch gedacht, dass wir zum Turm müssen? Okay, gut. Ich hätte es nämlich auch nicht erwartet. Also insofern... Es war nicht sehr naheliegend gewesen. Ich finde auch vom Missionsnamen her, dieses Toad Captain's Present, nicht sehr gut gewählt. Generell die Namensgebung zu Kasis Stern. Das ist mir auch bei Rüdiger aufgefallen, der bei einigen Sternen doch mehr Probleme hatte als ich. Also die Namensgebung bei Kasis, die ist manchmal von den Missionen her wirklich nicht so gut. Oder... bin ich auch einer von wenigen Leuten, die das so sehen. Stimmt schon, also... ich finde, ein Name für einen Stern sollte wenigstens einen Hinweis geben. Also wenigstens was vielleicht für einen versteckten Stern oder so. Vielleicht irgendwie, wo das sein könnte. Also manche Sternen sind wirklich einfach dämlich wie Time Your Jump. Das ist einfach nur Time Your Jump, ja, das war nämlich den ich meinte. Weil den haben wir ja durch Zufall entdeckt gehabt und ich habe bei Rüdiger das im Part gesehen, hab nur gedacht, ach du Scheiße. Wenn du nur anhand des... Der Name gibt halt einfach überhaupt keinen Hinweis, wo der sich befindet. Einfach nur so, ja, okay, was du machen musst, aber toll. Das stimmt. So, wir sind nämlich gleich an der Stelle angekommen, wo wir runter... Da waren zum Beispiel Mario 64 mit den Sterntiteln schon besser, wie zum Beispiel Achte auf rollende Steine oder wie das wieder hieß. Watch for Rolling Rocks in 0.5A Presses. Der war zwar auch nicht sehr offensichtlich gewesen, aber ja, etwas machbarer. So, wir sind an der Stelle angekommen, genau hier, wo Mario gerade runterfallen wollte. Da müssen wir runter. Und da ist tatsächlich eine Röhre. Da ist eine Röhre. Das könnte genauso gut ein Secret-Stern sein, weißt du? Da hätte er genauso gut auch sein Secret hinpacken können, diesen Secret-Level. Aber das ist wirklich so, weißt du, das ist so dieses Level von, erinnert ihr euch noch bei Last Impact, dieses Wolkenlevel da, was auch ein Secret hatte? Das ist ungefähr so das Level, da unten, du musst irgendwo runterspringen und dort ist eine Röhre. Oh. So, das Level ist das. Und dann sind wir auch schon direkt, da auf dem Captain Toad Raumschiff. Unglaublich. So ist es Bullshit. Ja, und das ist vor allem eine Stelle, die du auch nicht einsehen kannst bei diesem Turm. Also, deswegen, ich hoffe, Rüdiger schlägt diesen Stern nach, weil ich weiß nicht, wie du das so rausfinden sollst. Ich meine, klar, es soll auch vielleicht ein paar unoffensichtlichere Sterne geben, aber das setzt dem Ganzen meiner Meinung nach schon die Krone auf, weil das ist schon heftig. Hi Mario, Toad Captain hier, I've been searching for Power Stars, bla bla bla, it has been a struggle, but I managed, I have left it right here for you in a box. Ja, wieso hast du es mir nicht gleich gegeben, dummer Toad, ey, Mann. Okay, so. Ich wollte nur einmal kurz schrill Hi Mario machen, weil das machen dumme Captain Toads. Wieso kann er nicht mal männlich klingen, weißt du, so, Hey Mario, ich bin Captain Toad. Weißt du, das wäre doch viel geiler. So ein Toad, so richtig Muskeln, der alles wegboxt. Das wäre doch super. So, wir haben 126 Sterne. Ich würde sagen... damit können wir schon mal den ersten Teil unserer letzten Queste angehen, da wir noch 10 Minuten übrig haben. Und ich würde sagen, diese Zeit können wir gut nutzen, um schon mal das Feindterritorium näher anzugucken. Mal so ein bisschen scouten, wie man im Strategiespiel sagen würde, und uns diesen Ort anzuschauen. Haben wir schon mit dir geredet? This is it, Mario! Ich würde eher sagen... Luigi, remember where there's smoke. There's fire.
This is it, Luigi. Oh Gott. Und dann der Eingang zum brennenden Bowser-Schloss. Oh, vielleicht blende ich das sogar ein. Das ist so super. Das würde passen. This is it, Luigi. Bowser is waiting ahead once you enter this pipe. Oder wie ich sagen würde, where's the smoke? They pitch back. I wish you the best of luck. Rumor has it that Bowser made a mess of the course, hoping that you would never get to him. Oha, we have faith in you. Heftig. Okay, also Bowser macht volles Metagaming. Und ich guck nur noch mal, ob ich hier nichts übersehe. Vielleicht irgend so ein kleines Secret, was er noch eingebaut hat. Ja, ist ganz netter Eingang für eine Final Stage. Ich finde den Marvel Adventure, das war noch ein bisschen eindrucksvoller gewesen. Aber gut, das war ja auch sein allererstes Werk gewesen. Da kann das schon mal so aussehen. Man muss immer bedenken, dass das Marvel Adventure das erst dann auch gemacht hat. Ja. Und wir haben hier aus Mario Kart, aus dem 64er Teil, haben wir die Bowser-Musik Ach, schön. Als Stage-Theme, ja. Und es sieht so ein bisschen aus wie die Fury Factory hier so. Auch von den Teils her. Und es gibt rote Münzen. Hm, das hätte ich auch anderes erwartet. Ich glaube mich jetzt überhaupt nicht mal an die letzte Baut von Green Stars. So. Ja, ich guck nur mal zur Sicherheit, ob man nicht hier vielleicht durch irgendeins der Gitter durchgehen kann, die hier hinten stehen. Das würde ja irgendwie zu Kampel passen, aber nee, sieht nicht so aus. Okay, nee, hier müssen wir nämlich tückisch aufpassen, weil wie Buchstabensalat schon gesagt hat, hier gibt es nämlich 4 ganze Sterne und hier sind natürlich auch Kisten. Das heißt, ich muss hier ganz besonders aufpassen, weil ihr wisst ja mein Gedächtnis für Kisten. Was? Jehovas Yahweh? Ja, bei Kisten, ne? Ach so. Ja, nee, das sollte es jetzt hier, glaube ich, nicht geben. Und, oh Gott, das Ding ist ja jetzt schon ziemlich verzweigt. Hier ist eine Kanone. Das heißt also, ein Bob-Omb werden wir hier auch finden in diesem Level. Ich habe schon mal die zweite rote Münze gefunden. Ist jetzt die Frage. Ja, wir schauen mal. Okay, okay. Ich erinnere mich an den Kack wieder. Ja. Mal gucken, ob der genauso unfair wird wie das andere Bowser-Level, was in Marvel Adventure war. Weil da können sich ja Leute auch an die Shell-Szene vielleicht noch erinnern. Ich hoffe, du mochtest die schrägen, ich sag mal, Pipes. Der hat die Pipes da wieder eingebaut. Mit diesen abgerundeten Kanten, die ja, hier ja, ja. Oh, und ich sehe einen Säuresee. Oh, so gute Erinnerung an Marvel Adventure. Oh nein. Aber es sind Kisten drin. Ich mochte Fury Factory schon nicht mit diesen Pipes. Dann ist noch die grüne. Die Sterne ist dann auch kacke. Ja, und die grüne Soße ist halt auch hier drin. Okay, also. Ja, ich weiß nicht. So langsam werde ich den Verdacht nicht los, dass. Da oben ist schon mal der erste Grünstern. Okay, alles klar. Dann gehen wir auch den an. Und ich sehe auch schon, warum der kacke wird. Oh Gott, ja. Ist der auf dem Cock? Nee, der ist noch nicht auf dem Cock. Das okay. Ich habe aber auch schon mich ein bisschen eingelesen da in die Sterne. Ich weiß nur die Wege dahin, weil ich das Level noch nie betreten habe. Okay. Ich weiß nur ungefähr, dass einer auf den Cocks ist. Und das war es eigentlich auch gewesen. Den Screenshot hier nur habe ich auch einmal gesehen, aber... Achso. Ach ja, Gott. Ja, das fand sogar ich richtig kacke. Ja. Und das heißt was? Natürlich Treibsand, wo wir einen perfekten Weitsprung ausführen müssen. Ach, Kampel. Wahrscheinlich an der äußersten Ecke. Was natürlich super ist. Ich meine, ich habe einen neuen Controller. Dementsprechend mag man meinen, ich habe eine sehr präzise Steuerung, aber irgendwie, entweder... Ja, er will definitiv auf den letzten Millimeter. Boah, wie machen die das, diese ganzen SM64-Leute, dass die das wirklich so auf den Millimeter genau... Ah. No. Okay, ich hab's. Gut. Das sah aber wirklich... Ja, unschön aus. So. Oh, aber ich hab gedacht, man muss hier nach oben Wandsprung machen. Das macht's aber auch, glaube ich, nicht besser, wenn ich mir das ansehe. Ich werde sehr viele Dreifachsprünge an dieser Stelle machen. Ja. Auf kleinstem Raum. Aber das sollte ja keine
Ja, das ist die Vorübung auf Marvel Adventure. Ich sehe es hier schon. Das wäre, glaube ich, das, was ich zuallererst hätte machen müssen. Aber gut, man kann sich ja seine Feinde nicht aussuchen. Insofern, ja. Willkommen in der Safe-State-Fabrik. Naja, Ikosari wird sich freuen. Oh ja. Oh Gott, mir tut Rüdiger jetzt schon leid. Nee, er will, möchte nur bei diesen Sprüngen bleiben. Ah, okay, nee, den kann man auch vielleicht so erreichen. Ja, den kann man auch so erreichen. So, aber ich habe zumindestens einen Stern. Das heißt 27 Sterne. Drei weitere. Schön. Jo. Ja, wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen weiteren Stern hin. Wir haben noch 5 Minuten. Mhm. Weil, ich sag mal so, je mehr Vorarbeit wir leisten, umso angenehmer wird der letzte Part. Weil, wie ihr wisst, in Marvel Adventure war schon der letzte Part ein enormer Stressfaktor. Boah. Außerdem müssen wir noch den Bobraum finden. Und ich habe das Gefühl, das ganze Ding wird nur darauf hinauslaufen, dass wir hier auch den Bob-Op finden. Bobby? Ja. Ja, Bob-Oms gibt es hier zu Genüge, aber keinen Pinken gerade. Also dementsprechend, ich muss gucken, wo der Pinke ist. Ich glaube, der Pinke könnte uns sogar vielleicht direkt auch zum Ziel schießen. Wer weiß. Oder vielleicht ist die Kanone nur für einen anderen Stern da. Das weiß ich auch nicht. Juh, so, dann tun wir mal diesen Kisten-Mülldeponie-Schlammhaufen mal überqueren. Ja. Schlamm? Ja, es ist dieses grüne Schmodderzeugs, was eigentlich Treibsand ist. Mhm. Ja. Giftmüll? Giftmüll, ja. Grüne Kacke, wir schaffen es, glaube ich, auch ziemlich gut. Ja. Ja, und ich muss auf dieser Kiste einen Dreifachsprung ausführen. Ja. Präzise Bewegungen sind mit diesem Gamepad möglich. Anders als bei Rüdigers Gamepad. So. Stimmt, du hast dir jetzt ein neues Gamepad dazugelegt, oder? Ja, aber immer noch ein Logitech. Also es ist theoretisch eigentlich dasselbe Gamepad wie zuvor auch. Nur, dass es jetzt das Kabel ohne Wackelkontakt hat und... Ja, das stimmt. Und auch, glaube die Taste nicht mehr klemmt, oder? Oh, there we go. Ja, da sind meine Lieblingspipes. Ah, schon wieder. Ja, das Fear Effective 2.0 ist wirklich eine Sache, wo ich mir denke, hätte man wirklich drauf verzichten können. So, aber ich sollte mich jetzt besser auch anstellen hier in diesem Kurs. Also längs müsste es dann, glaube ich, zu einem Stern weitergehen. Ja, ich sehe auch, dass da auch oben links irgendwas ist. Was ist da rechts? Rechts sieht aus nach dem regulären Weg, weil es einfacher. Nee, ich glaube, ich muss auch oben links lang. Und das wird da ein bisschen ekelhaft. Erst mit dem Dreisprung da hoch. Dreisprung? Ich habe es mit A-B-Kombi gelöst. Das geht für mich einfacher. Ja, nee, Kampel ist unfair gewesen die meiste Zeit zu mir. Da denke ich mir, ich bin auch mal unfair zu Kampel. Habe ich kein schlechtes Gewissen bei. So, dann... Also, jetzt läuft es aber viel zu gut gerade, meine ich. Ich bin noch kein einziges Mal über diese verdammten... an diesen abgerundeten Dingern ausgerutscht. Insofern ist das ein gutes Omen. Okay, jetzt bin ich mal runtergefallen. Ja, geil. Aber auch, weil ich da drauf muss. Arg. Ah, und er versucht da zu rutschen, weil Mario dummerweise nicht weiß, wie man sich da konform drauf bewegt. Nein, so machen wir das am besten nicht, aber der Ansatz war vielleicht gar nicht mal so... Nee, war doch nicht. Ah, okay, ich verstehe das Problem. Hallo! Perfekt. 1A drauf gelandet. Hallo! Hallo, das Twitter. So, und da vorne sehe ich eine Du-Röhre. Also das ist die Plattform, wo ich auch meine Videos hochlade. Frage ist, was machen wir denn mit Du-Röhre? Ich glaube, da gehen wir rein, oder? Das könnte vielleicht zu Bowser führen, aber nee, es führt nicht zu Bowser. Oh Gott. Witz Rüdigers Lieblingsding, ja. Rüdigers Lieblingswitz. Also
dass die Koxma der Endgegner werden, das hätte er sich garantiert auch nicht träumen lassen. Nein, das ist nicht der Endgegner, das ist nur ein weiterer Stern, wie ich gerade feststelle. Okay, alles klar. Aber das wussten wir ja schon, dank Stimme aus dem Off. So, gibt es hier sonst eigentlich noch irgendwas? Nee, es ist sonst nur ein sehr blanker, armdesignter Raum. Aber mit sehr vielen Dreifachsprüngen sollten wir hier auch ganz gut zurechtkommen. Es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, dass es sein könnte. Und da ist auch Gabelstapler-Ben. Hallo Gabelstapler-Ben, wie geht es dir? Nein, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Gabelstapler? Ach so. Ja. Die Aufziehdinger, die einen hochschleudern. Ja. Oh, jetzt hat er aber was Kreatives gemacht mit den Cox. Jetzt darf man da hochspringen. Aber es ist ekelhaft. Es geht, ich habe jetzt gerade den Cock Tower erklommen. Achso, nicht der Cock Tower, sondern der Stern da. Ja, da sehen wir so ein Last Impact Ding. Ich glaube, da hat sich Kase auch von inspirieren lassen. Aber bei Kase haben sich die Räder dummerweise gedreht. Ich sehe, glaube ich, jetzt gerade die Schwierigkeit bei dem Ding. Und da ist noch eine rote Münze. Sag mal, will der mich verarschen, der Kerl? Ich darf nochmal in diesen Bereich gehen, nur wegen der scheiß roten Münze? Die übrigens von einem Wump bewacht wird. Nee, das ist nicht das erste Mal, dass ich einen Wump sehe, okay. Oh, aber ich sehe schon, was du meinst. Oh Gott, ja. Ja, da hilft nur gutes Wandsprungtraining. Was ich normalerweise nicht verfüge. Ja, okay. Ja, den holen wir uns. Wenn du, glaube ich, ein bisschen schräg gegen die Wand mit dem Seitwärtsteil oder gegenspringst, dann müsstest du, glaube ich, da... Ja, ich guck schon gerade. Dann nehme ich hinkommen, aber es ist ekelhaft, es ist sehr ekelhaft. Ansonsten gäbe es halt noch die Möglichkeit, bei dem einen Stück, das halt so ein bisschen rausgeht, dass man da vielleicht irgendwie drauf landet und von da dann hochgeht. Ja, ich versuche nämlich gerade schon hier einen Seitwärtssprung, aber der springt mir da zu weit. Ja, das ist nicht gut. Es ist ekelhaft. Ja, ich merk's. Keine Sorge. Den Stern hatte ich sogar noch in Erinnerung. Ja, das ist wirklich ekelhaft. Kampel, Kampel, Kampel. Was machst du nur? So, warte mal. Ich versuch's mal lieber von hier unten. Vielleicht geht das sogar leichter. Oh, das geht tatsächlich leichter. Alles klar, okay. Warum hat er dann die Plattform dahin gemacht? Nee, so geht das natürlich nicht, weil das wäre zu einfach. Ah, aber die zweite Steigung. Die zweite Steigung, das zweite Zahnrad. Tiesdorf. Du bist nicht mein Gag. Du bist Rüdigers Gag. Oh, ich weiß aber auch das Problem hier dran, weil du, dadurch, dass die Ebene so schief ist, kannst du da auch nichts gescheit machen. Ah ja, das ist mal eingeschränkt von ihm. Je nachdem, in welche Richtung man. Das hat man ja beim letzten Rüdiger-Part auch ziemlich gut gesehen, wo er versucht, einen Rückwärtssalto zu machen. Ja. Weil er einfach nur dämlich gesprungen ist. Ich hab kein... Oder muss ich hier auch einen Dreifachsprung machen? Ich glaube, einen Dreifachsprung. Nee. Ja. Nee, das funktioniert aber auch nicht. Oder? Es ist ekelhaft. Ja, ich merke es. Ich versuche gerade mal eine andere Taktik. Nee, aber Taktik, die nicht aufgeht. Taktiken, die nicht aufgehen, sind keine Taktiken, die ich mag. Ah, da komme ich auch nicht so ran. Nee. Also es gibt, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, da hochzukommen, aber eine ist hässlicher wie die andere. Ja, ich merke es gerade selber. Ich glaube, ich bin auch gerade an der hässlichen Stelle angelangt. Das ginge. Wenn das Ding nicht noch etwas hätte, was mir im Weg steht, dann könnte ich da ganz gut hoch A, B, A, B, A, B, A, B machen. Aber das funktioniert leider auch nicht. Hm, Kampel. Arg. An einer Wand kann ich auch keinen Wandsprung ausführen. Ah, ich glaube, man braucht genug Geschwindigkeit gegen die Wand, um Wandsprung zu machen. Ah, ich verstehe. Also, oh, und jetzt hat er auch einen Seitwärtssprung gemacht. Okay, alles klar, gut. Nee, dann sollte das auch funktionieren. Komm. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh.
Nice. Und ich habe mich gerade schon gefragt, ob ich den Part cutten muss. Okay. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch in 25 Minuten diesen Stern geschafft. Fehlen uns nur noch 2 weitere Sterne. Aber, Leute. Im nächsten Part wird es ein Fazit geben. Und mit etwas Glück haben wir nette Gäste auch bei diesem Fazit. Aber nur mit etwas Glück. Nur wenn ihr alle artig seid, diesen Part liked und, ganz wichtig, bei Rüdiger schaut. Dann denkt dran, Rüdiger macht das bessere Let's Play. Wollt ihr Rüdiger verärgern? Wollt ihr Rüdiger verärgern? Dann schaut hier nicht weiter zu und geht verdammt nochmal zu Rüdiger! So, alles klar, das war alles, was ich sagen wollte. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Tschüss!